Aufwärmen, durchhalten und kräftigen. Schwitzen fürs Herz. Mit der richtig dosierten körperlichen Aktivität können wir das Risiko für Vorhofflimmern senken, folgenschweren Schäden an unseren Organen frühzeitig vorbeugen und unser Herz stärken. Genau das machen die Teilnehmer der Herzsportgruppe der Technischen Universität München. Jeder hier hat seine eigene Herzgeschichte. Alle eint, dass Sport kein Alter kennt und richtig gut tut. Und ich weiß, was ich will. Ich will, dass ich trotz allem mit dieser Erkrankung gut leben kann und mein Leben genießen kann und nicht eingeschränkt bin. Und die Möglichkeit gibt mir die Herzsportgruppe. Gerade nach dem Sport zu Hause fühle ich mich wieder gut, ein bisschen geschafft sozusagen, aber richtig erschöpft. Und das tut mir gut. Und da merke ich auch, dass der Blutdruck runtergeht. Aber ein großer Teil, was eigentlich das ausmacht, das ist, dass die Gruppe beieinander ist. Und dass man sich nicht in einem Wettbewerb besteht, sondern dass es so ist, dass man sich freut, wenn der andere das auch schafft. Ja. Sportlich etwas schaffen ohne Wettbewerb, mit Spaß an der Bewegung die Herzgesundheit fördern und wieder Selbstvertrauen gewinnen. Zweimal pro Woche, mindestens 2 Jahre lang trainieren die Teilnehmer zusammen. Der Herzsport ist ja nur ein Sammelpunkt, dass die Leute ihre Sicherheit gewinnen für das eigene Sporttreiben draußen. Dass sie dann auch selbst wieder dazukommen, das, was sie gerne machen, Bergwandern, Fahrradfahren, was auch immer, oder Tennis spielen. Wenn die früher 30 Jahre Tennis gespielt haben, dann werden die nicht aufhören, Tennis zu spielen, sondern die werden wieder reinkommen. Und das sollen sie auch. Das, was ihnen Spaß macht, das sollen sie machen. Regelmäßige Bewegung, zum Beispiel in der Herzsportgruppe, ist die beste Medizin, sagt der Kardiologe Professor Halle und rät seinen Patienten zur Aktivität. Wer regelmäßig sich bewegt und wir schauen uns dann das Gefäßsystem an, ist es so, dass diese Gefäße sehr viel elastischer sind. Und Ähnliches passiert am Herzen ganz genauso. Wenn man erhöhten Blutdruck hat und Diabetes, wird das Herz über die Zeit, das heißt so 10 Jahre, 15 Jahre, einfach steif. Ist nicht mehr so schön elastisch, geht auseinander, sondern ist halt so fest. Und kann damit auch diese Herz-Kreislauf-Zirkulation nicht aufrechterhalten. Und durch Bewegung wird eben auch diese Elastizität des Herzens besser. Der Sport- und Präventivmediziner weiß aus 20-jähriger Erfahrung, wie wichtig Kraft- oder leichtes Ausdauertraining sowie moderate Mobilisation sind. Wichtig für die, die vorbeugend gegen die häufigste Herzrhythmusstörung, das Vorhofflimmern, aktiv sein wollen. Für die, die rauchen oder von anderen Risikofaktoren wie Herzschwäche, Diabetes oder Übergewicht betroffen sind. Und auch für diejenigen, die bereits unter Vorhofflimmern leiden. Man denkt, wenn ich jetzt eine Herzerkrankung habe, vielleicht sollte ich das Herz nicht so stark belasten. Aber ist dann halt vielleicht auch Bewegung, Sport schlecht? Nein, es ist nicht, weil es nicht so ist, dass durch eine sportliche Bewegung das Herz belastet wird, sondern wir trainieren damit halt Muskulatur, Gefäße, Stoffwechsel in der Muskulatur. Herzpatienten profitieren ungemein. Natürlich ist es aber ganz, ganz wichtig, dass die Medikamente optimal eingestellt sind und bei Herzpatienten das Training obendrauf kommt. Markus Semmler ist einer von rund 1,6 Millionen Menschen, deren Herz durch Vorhofflimmern aus dem Takt geraten ist. Die Diagnose dauerhaft auftretendes Vorhofflimmern erhält er vor gut einem Jahr. Eine erste Katheterablation, eine Verödung des für die Herzrhythmusstörung verantwortlichen Gewebes im Herz, bleibt erfolglos. Eine zweite Ablation steht in 8 Wochen an. Heute Kontrolltermin. Beim Ultraschall erfährt er viel über sein Herz. Ja, das ist schon ein komisches Gefühl, vor allem wenn man dann erstmal von innen sieht, was überhaupt das Herz leistet und woran es liegen kann oder daran liegt, dass es dann nicht mehr so funktioniert und die Hintergründe dann zu erfahren. Dann ist es so, dass das die linke Herzkammer ist und das hier dieser sogenannte Vorhof. Das Blut kommt also von hier, geht dann durch diese Klappe. Sieht man schön die Klappe, wie die auf und zu geht, oder? Ja. Geht dann in die Herzkammer rein und dann in den Körper. Und hier außen drumherum, da, das ist Fettgewebe. Was da ist und was die negativen Impulse ans Herz abgibt. Und das muss gestoppt werden und deswegen müssen Sie da Gewicht abnehmen. Okay. Mit aktuell 115 Kilo wiegt er eindeutig zu viel. Seit 25 Jahren, anfangs unbehandelt, leidet er unter Bluthochdruck,
dem Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wenn man das vorher wüsste, oder, Herr Semmler? Dann würde man natürlich vieles anderes machen. Und wenn man, was würden Sie denn sagen, wie viele Leute wissen, dass der erhöhte Blutdruck zu Vorhofflimmern führt? Wahrscheinlich zu wenig. Weil jeder mittlerweile sagt, Bluthochdruck ist eine Volkskrankheit, aber dass es dann Folgenschäden hat und dann zu solchen Ausmaßen führt, also damit habe nicht mal ich gerechnet. Je älter wir werden, umso mehr steigt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie das Vorhofflimmern. Und das ist tückisch, denn nicht alle spüren wie Markus Semmler, wenn das Herz unregelmäßig schlägt. Unbehandelt kann Vorhofflimmern zur Gefahr werden. Es drohen Herzschwäche, Herzinfarkt, Schlaganfall. Umso wichtiger ist es, vorzubeugen und fit zu bleiben, unabhängig vom Alter. Je kränker, je älter, die sind diejenigen, die am meisten profitieren. Das heißt, wenn man jetzt orthopädische Probleme hat, gut, dann ist vielleicht so ein Fahrradergometer eine gute Sache. Oder wenn ich zu übergewichtig bin, ist ein Fahrradergometer auch gut, weil ich mein Gewicht dann von den Gelenken nehme und eigentlich nur meinen Stoffwechsel und Gefäße und Herz trainiere. Wichtig ist, regelmäßig, je nach individueller Situation, aktiv zu sein, die Bewegung in den Alltag einzubauen, dabei zu bleiben. Die Kombination aus Treppen gehen und aktiv sein und auch mal einen Spaziergang machen, zum Beispiel mit Mitarbeitern bei der Arbeit, so wie ich das auch mache, oder das schon, aber die 10 Minuten am Tag, da bin ich ein absoluter, nicht nur Fan, sondern auch jemand, der da fest davon überzeugt ist, weil es die Studien zeigen, die 10 Minuten intensiver, so ein bisschen leicht ins Schwitzen kommen, den Puls nach oben bringen, das ist entscheidend. Nächste Station beim Check-up für Patient Semmler, Strampeln auf dem Ergometer beim Elektrokardiogramm. Hier werden die elektrischen Vorgänge des Herzens unter Belastung überwacht und aufgezeichnet. Blut wird regelmäßig am Ohr abgenommen, der Blutdruck beobachtet. Seit der Diagnose Vorhofflimmern traut sich der 39-jährige Hobbyradler nur noch selten auf den Sattel. Weil ich einfach nach ein paar Kilometer fahren, ist mir immer die Luft ausgegangen. Die Kraft war weg und dann auch übel geworden. Eher schlechter gelaunt, unruhiger der Schlaf. Ich würde jetzt nicht sagen unbedingt Stimmungsschwankungen, aber Stimmung ist natürlich dann auch nicht so gut. 20 Minuten lang muss er in die Pedale treten. Alle 3 Minuten wird die Wattzahl erhöht. Das heißt, der Widerstand wird größer, das Treten anstrengender und Patient Semmler muss den Grad seiner Belastung auf einer Skala einschätzen. Ja, 19. 19, ja. Okay. Wir sind bei 230 Watt. Alles in Ordnung, passt alles? Ja. Wunderbar, sehr gut. Wie ist es von der Luft? Ja, geht schon. EKG sieht super aus, keine Extraschläge, also so, dass da nicht irgendwie Vernarbungen jetzt sonst im Herzmuskel sind oder sowas, ja. Das ist super. Die Blutung des Herzens scheint auch sehr gut zu sein. Jetzt bei maximaler Belastung passt es für mich alles super gut. Mehr als 10.000 Patienten werden jährlich im Münchner Zentrum für Prävention und Sportmedizin betreut. Sport als Medizin gibt's hier quasi auf Rezept. Wenn man mal die ersten 4 bis 5 Wochen überwunden hat, dann sind die Patienten dabei. Dann merken die auch, ich fühle mich ganz anders. Also viele sagen, sie können sich das gar nicht vorstellen, ich gehe jetzt jeden Tag 5 Minuten, aber mir geht es so wahnsinnig viel besser. Sag ich, ja. Es ist nicht nur Prävention von Vorhofflimmern, es ist einfach Lebensgefühl. Es geht einem einfach insgesamt besser. Die Untersuchungsergebnisse sind da. Arzt und Patient besprechen, wie die nächsten Wochen bis zur 2. Ablation aussehen. Den unregelmäßigen Herzschlag wird Markus Semmler weiterhin spüren. Ich merke das eigentlich immer, vor allem wenn es um kleine Belastungen geht, die wo man eigentlich normal nicht wahrnimmt, wenn es nur Treppensteigen ist. Wenn man normale Treppe hochgeht, geht man einfach hoch, ist oben. Aber mittlerweile wird das zur kleinen Belastung. Man merkt einfach, dass der Puls steigt und das Herz einfach mehr belastet wird wie vorher. Das ist schon sehr unangenehm. Unbedingt muss das Gewicht runter. Optimal von jetzt 115 auf rund 100 Kilo. Lockeres Training beim Radfahren, Bergaufschieben und Walken. Den Begriff kennt jeder. Wie es richtig geht, weiß kaum jemand, der es noch nie gemacht hat. Spontane Anleitung. Deswegen mache ich das so, dass ich meinem Patienten so ein Trippellaufen empfehle. Machen wir mal. Wir trippeln mal. Sie merken es, Oberschenkel werden angesprochen. Sie sind super easy, locker unterwegs. Aber es ist ein wunderbarer Trainingseffekt. Und den können Sie mit dem Vorhofflimmern super machen. Neben dem Thema Bewegung
Ernährung. Alkohol weg, weil Alkohol pusht den Blutdruck nach oben und fördert die Hüften. Ebenfalls weglassen soll er Wurst. Alter, Geschlecht und genetische Dispositionen können wir nicht beeinflussen. Andere Risikofaktoren aber schon, erklärt der Mediziner und ermuntert seinen Patienten, selbst aktiv zu werden. Dabei gilt, nicht weniger essen, sondern anders. So, wenn da eine Pizza ist und Sie mögen gerne Pizza, dann essen Sie doch bitte die Pizza, ja? Statt den Grünkernsalat. Ja? Also, das heißt, dann wird die Pizza gegessen, ja? Aber dann ist es wichtig, noch eine Gurke dazu, 5 Tomaten dazu, 5 Radieschen dazu und dann bin ich zufrieden. Dann passiert es nämlich, dass wir vielleicht nur 3/4 der Pizza essen. Und dann haben wir schon das Allermeiste geschafft. Zuversicht statt Verzicht. Mit wertvollen Tipps und neuer Medikation geht Markus Semmler gestärkt nach Hause. Wir können also jede Menge selbst tun, um das Risiko für Vorhofflimmern sowie für Herz-Kreislauf-Erkrankungen generell zu senken. Präventiv, aber auch, wenn wir bereits von einer Herzerkrankung betroffen sind. Zum Beispiel Kochen fürs Herz. Im Kochbuch der Deutschen Herzstiftung finden Sie Ideen und Rezepte der mediterranen Küche. Mehr Infos zum Vorhofflimmern gibt's in ausgewählten Broschüren. Alles rund ums Herz finden Sie auf herzstiftung.de.